Nachdem wir jetzt die Geschäftsfälle in die Unterkonten eingetragen haben, das Ganze abgeschlossen ist, müssen wir die einzelnen Konten jetzt noch abschließen. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Unterkonten abschließen. So kommen wir dazu, die einzelnen Unterkonten abzuschließen. Es funktioniert eigentlich so, wie wenn man jetzt in der normalen Bilanz das Eigenkapital ausrechnet. Hier jetzt aber noch einmal ganz spezielle Fälle. Am einfachsten ist das Eigenkapitalkonto. Hier haben wir einen Anfangsbestand von 4.000 und hier können wir dann hergehen und sagen, Schlussbestand ist ebenfalls 4.000. Das Ganze wird dann doppelt unterstrichen und damit ist das Konto abgeschlossen. Beim Darlehenkonto stellt sich das noch ein bisschen anders dar. Also man braucht hier erstmal diesen Strich. Dann zählt man also diese Seite zusammen, das sind 2.400 Euro. Und auf der gleichen Höhe müssen ebenfalls diese 2.400 Euro auftauchen. Also es ist immer, beide Seiten sind immer gleich groß in ihrer Bilanzsumme. Ja, und damit diese Seite auch wieder stimmt, dass man auf 2.400 Euro kommt, hat man einen sogenannten Schlussbestand. Und dieser Schlussbestand ist natürlich 2.400 Euro. Und diese Leerzeile hier, die wird entsprechend entwertet mit einer sogenannten Buchhalternase, damit hier niemand mehr was reinschreiben kann und dieses Konto verändern kann, wenn es abgeschlossen ist. Schauen wir uns das Verbindlichkeitenkonto an. Hier mit dem Anfangsbestand von 1.000 Euro, dann ist hier nochmal eine Erhöhung gekommen von 600 Euro, haben wir 1.600 Euro. Und die andere Seite ist nur 1.000 Euro groß. Das bedeutet, die Bilanzsumme ist 1.600 Euro. Und den Schlussbestand müssen wir eben auf der anderen Seite eintragen. Hier braucht man einen entsprechenden Platz, also wir füllen immer nach oben hin auf. Das bedeutet allerdings, wenn wir jetzt hier den Schlussbestand schon mal den Platzhalter setzen, kommt hier unser Strich und hier in diesem Bereich, das können wir hier schon mal wieder entwerten. Hier kommt nichts mehr rein an der Stelle und hier können wir jetzt die Bilanzsumme bilden von 1.600 Euro und wie gesagt, auf der anderen Seite kommen auch ebenfalls diese 1.600 Euro raus. So, damit jetzt das in der Summe wieder stimmt, wir haben hier 400 Euro und 600 Euro, das sind schon mal 1.000 Euro. Und dass wir auf 1.600 Euro wieder kommen, brauchen wir einen Schlussbestand von 600 Euro. So, jetzt stimmt das in der Summe wieder. Schauen wir uns die Aktivkonten an. Hier haben wir es wieder sehr einfach. Hier haben wir 2.500. Diese 2.500, die müssen auch auf der anderen Seite auftauchen. Die können wir schon mal unterstreichen. Und dann haben wir einen Schlussbestand von 2.500 und hier kommt die Buchhalternase, um diese leere Zeile zu entwerten. Dann haben wir das Warenkonto. Hier gleiches Vorgehen. Wir haben hier 3.600, hier drüben ebenfalls 3.600 und der Schlussbestand ist dann 3.600. Buchhalternase und Ergebnis, also Bilanzsumme doppelt unterstreichen. Bleibt noch ein Konto. Wir haben hier einen Anfangsbestand von 2.000 Euro, dann haben wir zwei Positionen, die eine Minusbuchung praktisch darstellen. Und jetzt haben wir hier auf der Seite diesen Schlussbestand. Und ab hier können wir erst unseren Strich ziehen. Und jetzt müssen wir eben schauen. Auf der gleichen Höhe muss jetzt auf der anderen Seite ebenfalls dieser Strich kommen. Und die Bilanzsumme ist hier 2.000 Euro. Also man schaut immer, dass die verhältnismäßig größere Seite gibt praktisch die Bilanzsumme an. Also hier haben wir 500 Euro und 600 Euro, das wären 1.100 Euro.
1100 Euro ist nicht so hoch wie 2000 Euro, also ist 2000 Euro in dem Fall die Bilanzsumme. Und die muss ja auf der anderen Seite genau gleich groß sein. Und dann zieht man von diesen 2000 Euro 500 Euro ab und 600 Euro. Und diese Differenz, die rauskommt, das ist dann der Saldo, der Schlussbestand. Jetzt ist es wieder da. Das ist dann der Schlussbestand, damit es in der Summe wieder diese 2000 Euro ergibt.